Guten Morgen, heute am 21. Mai 2021. Es ist 8:50 Uhr. Wir haben jetzt schon 24, 25 Grad. Also ich gehe mal davon aus, dass wir heute die 30 Grad Marke knacken werden. Wir haben auch angesagt bekommen gestern, dass es heute 4 Grad wärmer wird wie der gestrige Tag, also dann kann man davon ausgehen. Ja, es ist auch wieder ein bisschen giesig, sage ich. Nicht bewölkt, aber sind auch schon einige Menschen heute hier unterwegs am Strand. Ja, und jetzt sage gleich meine Erlebnisse hier auf dem Herweg beim Fahrrad festmachen. Habe ich gesehen, dass ein nicht sesshafter hier in den Mülltonnen wühlt und halb hineinkrabbelt und holt sich tatsächlich noch irgendein altes Brot raus und isst es dann. Und ich glaube, er hat gesehen, dass ich ihn beobachtet habe. Und dann wollte ich ihm etwas Geld geben und dann hat er das wütend abgelehnt. Ja, die erste Begegnung heute und die zweite, ein richtiger kleiner deutscher Dackel am Strand und ja, mit dem Namen Grace, wie Grace Kelly. Und der hat sich hier pudelwohl gefühlt, wie man sagt, der Dackel. Nee, war sehr schön heute Morgen. So, und jetzt kommen wir zum aktuellen Wetter und zu den ein paar Neuigkeiten. Schaut, so sieht es jetzt hier aus. Wir können da auch mal nach oben gehen. Die Fragen, die so auftauchen, die ich mir merke, und zwar Tests für die Kanaren. Also nach Gran Canaria braucht man einen PCR-Test. Wenn man wieder zurück nach Deutschland fliegt, dann braucht man einen Antigentest. Die Stationen hier in San Agustin, in Playa de Ingles, San Fernando gibt es überall. Zum Beispiel hier in der Klinik in Meloneras und da kostet dieser Antigentest zwischen 25 und 30 Euro und man kann darauf warten. So, wir gehen hier mal die kleine Düne nach oben. Damit ihr auch mal seht, wie es hier aussieht hinter dem. Ja, hier oben auch kein Wind, wir haben auch keine Wellen, keine großen jedenfalls. Ja, mal wieder eine ganz andere Perspektive. Den Fischen in der Charca geht es nicht besser. So, das ist der Palm Beach. So, und dann der Blick hier in die Berge. Wir würden sagen, dunstig. Und hier der Blick auf Playa de Ingles.
So, hier oben, hoch oben. Ja, die Temperaturen, wir werden heute wohl etwas höhere Temperaturen bekommen, aber ab morgen laut Information soll es wieder nach unten gehen. Dann, was gibt es noch zu berichten? Die Tests, habe ich gesagt. Ja, rückwärts laufen, genau, das war das Thema. Weil man doch, oder ich habe gemerkt, dass einige oder immer mehr Menschen rückwärts gehen, laufen. Jetzt habe ich mich doch mal schlau gemacht. Und es ist gar nicht so verkehrt, laut Aussagen von Google Internet. Und zwar rückwärts laufen, das verschafft eine andere Bewegung, einen anderen Bewegungsablauf, den man sonst nicht in Anspruch nimmt. Das ist ganz klar. Dann ist verschärft die Sinne, scheinbar wegen dem Aufpassen oder nicht wissen wohin. Und die Denkfähigkeit, dann die Rückenmuskulatur, die untere. Also wenn man Schmerzen hat unten im Rücken, gut für die Knie, für die Stoffwechsel und für das Körperbewusstsein. Das sind so die Aussagen, die man macht beim Rückwärtsgehen. Und ich sage es, ich habe es jetzt zwei, dreimal gemacht, es ist nicht unangenehm. Und bei dieser Gelegenheit habe ich gelesen, dass man jeden Tag zwischen 8 und 10.000 Schritte machen sollte. Aber da komme ich leicht hin. So, ich gehe jetzt gerade rückwärts. Mir fällt auf, dass man nur eigentlich auf den vorderen Beinen läuft. Wenn man das nicht bewusst anders macht. Ja, schaut euch dieses Szenario an und natürlich auch wieder die Kommentare und einige, die es gemacht haben, die fliegen trotz diesen Unannehmlichkeiten. Und einige, die gerade hier sind, die gerade im Moment auf der Insel sind. Ja, Wetter, was gibt's noch? 7.10 Uhr Sonnenaufgang. 20.48 Uhr Sonnenuntergang. Also, da hat man richtig Zeit, den Tag zu genießen. Ja, Nachtleben. Nachtleben Gran Canaria, das bis um 24 Uhr. Aber schön, dass man da in Ruhe auch mal essen und ausgehen kann. Ja, euer virtueller Spaziergang hier am Strand.
So, was gibt es sonst noch zu berichten? Im Grunde genommen ja, warten wir immer noch auf Änderungen unserem Alarmzustand, dem Status. Ich habe jetzt heute Morgen keine Nachrichten gesehen. So, dann geht es noch ein bisschen rückwärts jetzt. Das werde ich auf jeden Fall jetzt mal richtig ausprobieren und werde euch dann mitteilen, wie es mir dann geht oder ergangen ist. Seht ihr, die Wellen kommen heute wieder von zwei Richtungen. Und das bedeutet gefährliche Unterströmung. Das merkt man ganz deutlich hier beim Laufen. So, mit diesen Aufnahmen verabschiede ich mich dann auch wieder für heute und sage bis später Harry unterwegs oder wo auch immer und welche Gelegenheit sich bietet oder spätestens zur Realität heute Abend. Bis dann, macht's gut, einen schönen Tag, hasta luego.